Und das ist halt auch gerade dieser Gedankenstoß ein, dass man darüber nachdenkt, wofür haue ich mein Geld überhaupt raus? Hallo und herzlich willkommen wieder zu einem weiteren Video auf diesem Kanal. Mein Name ist Robin und heute ist Freitag, das heißt, es geht um das Thema Finanzen. Heute möchte ich ein Thema ansprechen, das wieder so ein kleiner Weckruf sein soll, beziehungsweise einmal nur zum Nachdenken anregen soll. Und zwar geht es heute darum, dass man bewusster mit seinem Geld umgeht. Und ich werde jetzt mit einigen anderen Meinungen mit Sicherheit aneinander ecken, weil das Thema auch umstritten ist. Aber ich möchte einfach mal meine Meinung und meine Ansicht dazu sagen. Ich habe übrigens letztes Mal gesehen, ich habe die Augen zugekniffen, weil das Licht mir so in die Fresse geleuchtet ist. Ich hoffe, das ist jetzt ein bisschen besser. Aber gut, ihr sollt mich nicht sehen, ihr sollt einfach nur zuhören. Ja, bewusster mit Geld umgehen. Was meine ich damit? Damit meine ich einfach, dass man sein Geld, beziehungsweise das Geld, was man hat, nicht für unnötigen Scheiß ausgibt. Und versteht mich nicht falsch, es gibt da draußen unendliche Möglichkeiten, sein Geld rauszuhauen. Es gibt hunderttausende Sachen, um sich selber zu bespaßen. Es gibt hunderttausend Sachen, um sich zu befriedigen, um irgendwas Schönes zu machen. Man kann natürlich auch negative Sachen, man kann auch sein Geld ausgeben, um Spaß zu haben, was aber im Endeffekt eigentlich eine negative Auswirkung hat, zum Beispiel Drogen. Ich meine, wie doof ist es, sein Geld für Drogen auszugeben? Du schadest deinem Körper, du schadest deinem Portemonnaie und du schadest deiner Psyche auf kurz oder langer Zeit. Meiner Meinung nach sowieso mit das Unnötigste. Und das ist auch schon mein Gedankenanstoß. Ich weiß beispielsweise, Rauchen ist eine Sucht. Und ich weiß auch, dass es extrem schwierig ist, mit solchen Süchten umzugehen und die unter Kontrolle zu kriegen. Aber stellt euch einfach mal vor, man raucht am Tag nur eine Schachtel. Und ich weiß jetzt nicht genau die Preise, ich sage jetzt einfach mal 6 Euro. Rauche ich jetzt 6 Euro am Tag, dann habe ich in 10 Tagen 60 Euro bzw. im Monat 180 Euro verraucht. Das ist, also ich persönlich, ich rauche nicht. Ich könnte auch niemals rauchen, weil wenn ich wüsste, dass ich gerade Geld anzünde, was einfach weg ist und das mal eben knapp 200 Euro im Monat sind, ja, da kriege ich, da muss ich los, da kriege ich Nasenbluten. Wenn ich überlege, dann zu tanken, das tut dann weh, aber das Geld rauchen macht für mich halt keinen Sinn, weil ich tanke im Monat 200 Euro, denke mir, ja okay, würde ich jetzt noch rauchen, wären das 400 Euro, was ich für Rauchen und Tanken ausgeben würde, da würde ich nicht mit klarkommen. Da würde ich, wenn ich überlege, wie ich an der Tankstelle schon auf den Zähler gucke und denke, Alter, mein Geld, und das kommt hinten aus dem Auspuff rausgeschossen, dann zünde ich doch nicht auch noch mein Geld an. Aber das ist eine Sucht, da möchte ich auch niemanden Vorwürfe zu machen. Aber es gibt natürlich noch tausend andere Sachen. Muss ich jetzt beispielsweise, wenn ein neues Handy rauskommt, unbedingt 1400 Euro für ein Handy ausgeben? Ich weiß nicht, ob hier noch einige Leute dabei sind, aber ich kann mich noch daran erinnern, als die Handys so 400-500 Euro teurer wurden. Das wurde ja immer teurer. Früher hast du ein Handy für, keine Ahnung, 80 Euro bekommen. Oder ein Smartphone nicht, da waren es halt wirklich noch Handys. Und heute ist ein Preis von 800 Euro günstig. Da frage ich mich, was geht da ab? Und das, natürlich, die Technologie hat sich weiterentwickelt, die Komponenten sind teurer, es ist aufwendiger. Aber im Endeffekt, guckt mal eure Handys. Ich wette, wenn ihr eure Handys, die ihr vor 10 Jahren gekauft habt, wenn ihr die noch zu Hause rumliegen habt, ladet die auf, die funktionieren immer noch. Ihr glaubt doch nicht, dass euer Akku in 10 Jahren von dem jetzigen Handy, was ihr habt, immer noch funktioniert. Und das ist so viel Geld. Alle 2 Jahre für 1400 neues Handy zu kaufen. Und wenn wir uns mal die Preisentwicklung von Handys der letzten Jahre angucken, will ich gar nicht wissen, wo wir irgendwann landen. Das für mich 1400 Euro, das ist für mich eigentlich schon über den Punkt hinaus von meiner Vorstellungskraft, wie viel man für so ein Ding ausgeben kann. Ich habe damals, glaube ich, 900 Euro für meinen kompletten PC bezahlt und da hatte ich schon gedacht, Alter, es ist ein Haufen Geld für so ein PC, aber 900 Euro für so ein Handy auszugeben, was keine besseren Funktionen hat als ein Handy, was 400 Euro kostet, wobei 400 Euro ja schon eine Menge Geld sind. Aber nur um das mal als Relation zu sehen, muss man sich mal vorstellen, wofür gibt man eigentlich sein Geld aus? Und das ist auch gerade dieser Gedankenstoß ein, dass man darüber nachdenkt, wofür haue ich mein Geld überhaupt raus? Das sind natürlich auch noch kleinere Sachen, die man gar nicht so bedenkt. Beispielsweise am Wochenende. Muss ich am Wochenende jedes Mal im Club die Grey Goose ausgeben, damit ich cool bin? Ansichtssache. Manche Leute brauchen es vielleicht, andere brauchen es nicht. Vielleicht sollte man da einfach mal drüber nachdenken. Oder sollte ich als Azubi, und das mache ich selber, sollte ich als Azubi unbedingt ein Auto für 5, 6 oder noch mehr 1000 Euro haben, ausgeben, zahlen? Ich kenne sogar Kollegen von mir, die haben
am Anfang der Ausbildung sich ein Auto für 16.000 Euro gekauft auf Kredit, zahlen das während der Ausbildung ab und haben dann 200 € pro Monat für sich selber. Davon muss noch getankt werden. Die haben 100 € für sich selber. Das heißt, sie müssen einen Nebenjob anfangen, um sich ihr Auto zu finanzieren. Aber wenn sie ausgelernt sind, verdienen sie über 2.000 netto und hätten das Auto innerhalb von 6 Monaten komplett fertig finanziert oder, keine Ahnung, in 8 Monaten, je nachdem, wie teuer das Auto ist. Wo ich mich einfach nur frage, macht es wirklich Sinn? Und beim Auto ist es ja auch noch so, dass du, gerade wenn du einen Kredit aufnimmst, 2-3% Zinsen wahrscheinlich mindestens zahlst. Muss das sein? Das sind einfach solche Gedanken, die mir durch den Kopf gehen. Das sind so unnötige Ausgaben, auch teure Kleidung. Natürlich ist es cool, sich mal was zu gönnen, aber auf Dauer immer teure Kleidung, immer Markenklamotten. Mittlerweile ist es ja so, dass die Markenklamotten, es gibt ja für mich gibt's zwei Arten von Markenklamotten. Einmal gibt es Leute, beziehungsweise Kleidungsarten, die sind richtig auffällig. Das sind dann irgendwelche, oh, wie heißen die Dinge? Off-White-T-Shirts oder so, die komplett bunt sind, am besten noch Oversize, das heißt 17 Nummern größer, als du eigentlich bräuchtest. Ist eine Sache von Geschmack, aber muss ich jetzt unbedingt für ein T-Shirt 400 € ausgeben oder alleine schon 200? Gerade natürlich, wenn man wenig verdient. Muss man natürlich immer da in Relation sehen, wie viel Geld man hat und wie viel Geld man verdient. Ich gönne mir auch mal Sachen. Bei mir ist es beispielsweise so, wenn ich einen bestimmten Gewinn mache oder bestimmtes Geld eingenommen habe, dann gönne ich mir meistens eine Kleinigkeit, 10% von dem, was ich beispielsweise umgesetzt habe bzw. eingenommen habe, dann gönne ich mir mal was, wenn ich da Bock drauf habe. Aber ich muss als Azubi auch nicht jedes Jahr für 600 € in Urlaub fliegen. Ich muss mir nicht alle 2 Jahre ein Handy für 1.400 € kaufen. Ich müsste eigentlich auch kein Auto für 6.000 € fahren. Das sind halt Sachen, das sind natürlich wieder verschiedene Prioritäten. Nur als Gedankenanschluss, ich würde an eurer Stelle ein bisschen die Priorität setzen. Ich habe auch Kollegen beispielsweise. Ich habe einen Kollegen, der ist alle 2 Wochen im Dispo. Was macht der? Der bestellt sich trotzdem immer noch Essen, beziehungsweise geht immer noch essen. Und ob ich jetzt für 20 € essen gehe und mich ungesund ernähre und so viel Geld ausgebe und dann auch ungesund bin, oder ob ich, oh, was kostet ein gesundes Essen? Wenn man übertreibt, wenn man nur Bio-Sachen nimmt, ist man vielleicht bei 5 €, wenn man es selber macht. Du lernst was, du kannst genau das machen, was du willst. Du weißt genau, was drin ist. Du kannst das alles kontrollieren. Du musst eine halbe Stunde oder eine Stunde Zeit vielleicht investieren. Aber dafür hast du einfach auf der anderen Seite so ein Ersparnis. Und wie gesagt, das ist wieder in Relation zu sehen. Natürlich macht es für jemanden, der einen Stundenwert von, sagen wir, 40, 50 € hat, keinen Sinn, jeden Tag 2 Stunden zu kochen. Wenn man da Bock drauf hat, wenn das ein Hobby ist, kann man das machen. Aber man muss natürlich seinen eigenen Stundenwert, so nenne ich es einfach mal, es hört sich asozial an, aber so ist es ja im Endeffekt, seinen eigenen Stundenwert entgegenrechnen zu dem, was du dir davon gönnst, beziehungsweise was du damit machst. Karl S. hatte das mal gesagt und ich bin nicht der größte Fan von Karl S., aber diese Aussage fand ich dann doch schon interessant, dass er beispielsweise seinen Rasen niemals selber mähen würde. So doof sich das anhört, das könnte jeder selber machen, aber wenn er Unterricht gibt, beziehungsweise seine Leute unterrichtet oder Lehrgänge gibt oder so, dann nimmt er pro Stunde so und so viel Geld ein. Und da kommt dann noch die private Arbeit dazu. Und so errechnet sich dann sein privater Stundenlohn. Da macht es natürlich wenig Sinn, mich 3 Stunden alle 2 Monate in den Garten zu stellen und den Rasen zu mähen, wenn ich da selber so gar keinen Bock drauf habe, anstatt dass ich das für 20 € machen lasse und in der Zeit 150 € verdiene. Das heißt, man muss das natürlich alles immer in Relation sehen. Aber es gibt viele Sachen, wo wir einfach unnötig Geld ausgeben. Ich habe auch einen Kollegen, der ist auch knapp bei Kasse, holt sich aber jeden Morgen ein belegtes Brötchen und einen Kaffee dazu. Frage ich mich auch, muss das sein? Weil ihr wisst, glaube ich, alle, wie teuer ein belegtes Brötchen beim Bäcker ist. Da legt man locker seine 2-3 € für hin. Das hört sich jetzt wieder lächerlich an, aber ich kann mir auch einfach Brotaufstrich für 2 € holen. Das reicht dann für 30 Brötchen und dann hole ich mir noch ein Brötchen für 40 Cent. Und so kann ich Geld sparen. Und natürlich ist es so, oh, du sparst 2 € am Tag, herzlichen Glückwunsch. Ja, Junge, das sind aber trotzdem 700 € oder noch mehr im Jahr, die ich dann spare. Und 700 € haben oder nicht haben, für mich als Azubi oder für andere Leute, die Schüler oder Studenten sind, sind 700-800 € schon eine Menge Geld, meiner Meinung nach. Und das sind ja nur die kleinen Dinge. Auf der anderen Seite muss man sich natürlich auch mal was gönnen, beziehungsweise man soll sich auch nicht komplett einschränken. Das heißt, ihr solltet jetzt nicht am Wochenende nicht mehr rausgehen oder so. Ich treffe mich mit einem Kollegen jede Woche bei Starbucks. Wir trinken da Kaffee, bis wir keinen Bock mehr drauf haben und chillen den ganzen Tag in der Stadt. Ja, was heißt den ganzen Tag? Ein paar Stunden auf jeden Fall. Das ist auch theoretisch unnötig, zu Starbucks zu gehen, um sich einen Kaffee zu holen. Aber das sind halt wieder die eigenen Prioritäten. Dafür verzichte ich dann wieder auf andere Sachen. Das war's auch schon.
Das soll es gewesen sein. Ich will jetzt nicht weiter auf das Thema eingehen. Ich wollte nur mal einen Gedankenstoß abgeben, dass man vielleicht ein bisschen mehr auf sein Geld achtet, ein bisschen besser damit umgeht. Und dieses Kleingeld, was man dann spart, kann man sich dann in die Spardose schmeißen. Und irgendwann am Ende des Jahres guckst du mal rein, wie viel Geld du überhaupt gespart hast. Das war's auch schon mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Falls ja, würde ich mich über eine positive Bewertung freuen. Ansonsten würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Video. Bis dahin. Ciao, Leute.